Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wie immer zu Beginn eines jeden Monats mein Sub-Voting für euch, quasi mein What I Read Next. Ihr dürft entscheiden, was ich im folgenden Monat, also dann quasi im April, lese. Im März habt ihr für ein Buch gewotet, das auf meinem Sub gelegen hat. Haha, macht Sinn. Das aber noch gar nicht so lange auf meinem Sub gelegen hat. Und zwar war das The Queen Will Rise. Und ich kann euch sagen, Trommelwirbel, ich bin es gerade am Lesen. Also während ich das Video drehe, ist glaube ich der 26. März. Und ich habe das Buch gestern Abend angefangen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich es auch in diesem Monat noch beenden werde. Ich werde mich da jetzt noch ein bisschen selbst striezen, dass ich da durchkomme. Und würde einfach behaupten, ich hab's gelesen, beziehungsweise habe eure Anforderungen erfüllt. Heute soll es aber nicht um den März gehen, sondern um den April. Und ich habe euch wieder vier wundervolle Bücher von meinem Stapel der ungelesenen Bücher herausgesucht. Und ich habe diesmal auch gar kein Thema. Also manchmal mache ich ja so ein subvotiges Thema oder Überthema. Heute habe ich mir einfach zwei lilafarbene und zwei weiße ausgesucht und das fand ich auch sehr, sehr schön. Und wir starten auch gleich mit dem ersten lilafarbenen und das ist von Heather G. Harris, Glimmer, Tod einer Nymphe. Das ist ja eigentlich, wenn man so denkt, Tod einer Nymphe, sehr Fantasy-lastig, was ja genau in mein Beuteschema fällt. Aber es ist auch sehr Crime-lastig und auf die Kombination bin ich doch schon sehr, 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 sehr gespannt. Also es soll eine Urban-Fantasy-Welt sein. Lassen wir uns mal überraschen. Tote Nymphen und heiße Drachen. Eine Baumnymphe wird auf offener Straße ausgeraubt und ermordet. Klar, dass Jinx, die Privatdetektivin, mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten sofort zu ermitteln beginnt. Dabei stößt sie auf einen magischen Drogenhändlerring und plötzlich sieht sich Jinx Schwerkriminellen mit übernatürlichen Superkräften gegenüber. Unterstützung bekommt sie von dem charismatischen Drachenkönig Emery. Doch der ist nicht nur verboten gut aussehend, sondern auch brandgefährlich. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Buch, das schon eine Weile hier liegt. Ich habe es damals bei einer Buchwichtelaktion bekommen. Also wir hatten ja damals so alle zwei, drei Monate so eine Buchwichtelaktion, die von einer Freundin oder einer Bookstagram-Freundin von mir organisiert wurde. Mittlerweile macht sie es nicht mehr leider, deshalb gibt es auch keine Buchwichteln-Unboxing-Videos mehr, was ich sehr, sehr schade finde. Vielleicht müsste man das einfach nochmal in Angriff nehmen. Auf jeden Fall ist das nächste Buch aus so einer Geschichte entstanden und ist deshalb bei mir eingezogen. Und zwar ist das Gladiators Love. Ich habe von Asuka noch gar nichts gelesen und ich habe schon so, so viel eigentlich Positives gehört, manches auch Negatives gehört, aber ich möchte dieses Buch ganz, ganz dringend zeitnah lesen. Also ich habe es, glaube ich, auch auf meine 24 für 24 Liste geschrieben, bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber falls ja, dann muss ich es ja sowieso noch dieses Jahr lesen und deshalb wäre es jetzt auch ein Video, auch ein Buch, oh, ich kann heute nicht reden, ein Buch, das ich hier mit ins Video aufnehme, einfach, falls einer von euch mir einen Tritt in den Hintern geben möchte, dieses Buch dann auch zeitnah wirklich zu lesen. Tag für Tag muss Erin als Gladiatorin in der Arena kämpfen und die Gunst der Zuschauer gewinnen, denn nur so kann sie als versklavte Vantyr, deren Feuermagie versiegelt wurde, in der Fremde überleben. Was ihr bleibt, ist ihr lodernder Stolz und ihr unbändiger Wunsch nach Freiheit, um nie wieder einen blutigen Kampf bestreiten zu müssen, fasst Erin schließlich einen schier unmöglichen Plan bereit, sogar ihr eigenes Leben zu opfern. Aber ausgerechnet Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers des Landes, bringt ihr zielstrebiges Herz ins Stolpern. Achso, ja. Buch Nummer 2. Das andere sage ich ja sonst immer. Buch Nummer 1, das hier ist Buch Nummer 2. So, ich weiß auch, dass ihr zählen könnt, aber ja, ich habe meine Zwänge, ich muss das einfach sagen. Kommen wir zum dritten Buch, das ich für euch ausgesucht habe und das wäre We Don't Talk Anymore von Julie Johnson. Das Ganze liegt auch schon eine Weile hier. Das Buch ist auch schon ein bisschen älter, von 2020. Ich habe es nicht 2020 gekauft, sondern, ich lüge jetzt einfach mal, entweder 22 oder Anfang 23 bei einer Rebuy-Bestellung. Da gehe ich dann ja immer so ein bisschen durch, welche Bücher auf meiner Wunschliste sind und wenn ich dann mal Rebuy bestelle, gucke ich, ob eins davon vielleicht gerade relativ günstig zur Verfügung steht.
Und dieses war für seine Verhältnisse, also für Lux Verhältnisse auch gar nicht so teuer. Ich glaube, ich habe damals um die 6 Euro bezahlt. Also würde ich jetzt, ich glaube, ich habe irgendwas um die 6 Euro bezahlt. Und normal kostet es 13. Ja. Es hat auch gar keine Mängel. Also es ist wirklich wie ungelesen und vielleicht ein bisschen vergilbt, aber das stört mich ja nicht. Ja, wäre auf jeden Fall ein Buch, für das ihr stimmen könntet. Wenn dein Herz in 1000 Scherben liegt. Josephine Valentine und Archer Reyes sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich, obwohl sie doch unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwar besuchen sie beide die elitäre Exeter Academy, aber während Josephine als Tochter reicher Eltern mit Privilegien und Erwartungen aufwächst, muss Archer für seine Chancen und Erfolge kämpfen. Doch als sie bemerken, dass aus ihrer Freundschaft Liebe wird, ändert sich alles zwischen ihnen. Aus Angst, ihre Gefühle könnten nicht erwidert werden, halten Archer und Josephine ihre neuen Empfindungen verborgen. Zu groß ist ihre Sorge, den einen Menschen zu verlieren, der sie vervollständigt. Und dann ist da noch ein dunkler Schatten in Archers Umfeld, von dem Josephine nichts weiß und der all ihre geheimen Träume und Hoffnungen zerstören könnte. Buch Nummer 3. Ich vergesse es jedes Mal heute. Und dann kommen wir last but not least zu Dark Sigils 3. Dazu müsste ich allerdings jetzt erst nochmal den zweiten lesen, um den dritten dann zu lesen. Aber man wächst ja an seinen Aufgaben. Ich habe so oder so vor, den zweiten Band nochmal zu lesen. Ich habe den damals angefangen, aber glaube ich nie beendet. Zumindest kann ich mich an das Ende gerade nicht mehr erinnern. Und deshalb habe ich gesagt, ich lese dann erst nochmal Band 2, bevor ich den dritten hier anfange. Und das hier ist ja auch das Finale. Und da ist es ja auch gar nicht so verkehrt, nochmal ein bisschen was vorher aufzufrischen. Der Mirror. Bis vor kurzem war diese Welt für mich nur ein schimmernder Umriss am Himmel über London. Doch nun will Adam mich zur Mirror Lady ernennen und damit das Schicksal aller in meine Hände legen. Während ich versuche, mich durch die Intrigen und Machtspiele der Oberen zu navigieren, tobt in der unteren Welt längst Krieg. Die Chaosmagie, die Adams Mutter entfesselt hat, greift weiter um sich und droht unzählige Menschen das Leben zu kosten. Unsere einzige Hoffnung liegt in einem Geheimnis, das mein verstorbener Vater mir hinterlassen hat. Es könnte die Rettung oder der Untergang bedeuten, oder den Untergang bedeuten. Für Adam und mich, für unsere Liebe und für die ganze Welt. Buch Nummer 4. Und auch für meine Zwänge, wie immer, ein kleiner Schnelldurchlauf für euch. Zum einen wäre das jetzt Glimmer, Tod einer Nymphe, Buch Nummer 1. Buch Nummer 2, Gladiators Love. Buch Nummer 3, We Don't Talk Anymore. Und Buch Nummer 4, Dark Sigils 3. Jetzt liegt es an euch. Ihr dürft entscheiden, welches Buch ich im April lesen werde. Wie immer packe ich euch alle 4 Bücher in die Infobox, wenn ihr sie euch nochmal genau anschauen wollt. Da gibt es die Affiliate-Links zu Thalia und zu Amazon. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr könnt ihn so richtig gut genießen. Ich verabschiede mich jetzt. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!